Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Werte Trauergemeinde, liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, es hat sich seltsam gefügt, dass ich heute hier Vorsteher der Eucharistiefeier sein darf. Gedacht war, dass der Herr Generalvikar kommt als Vertreter des Bischofs, aber da er krank ist, hat er mich gebeten, dieser Feier vorzustehen. Und am Beginn dieser Feier möchte ich sozusagen ganz persönlich noch meinen Dank sagen, meinem ehemaligen Chef und meinem ehemaligen Pfarrer. Er war ein guter Lehrmeister für mich und wir waren über die ganze Zeit hin freundschaftlich verbunden. Ein großes Vergelt's Gott von meiner Seite. Aber ich darf vor allem einen Brief des Bischofs verlesen, der den Dank der Diözese zum Ausdruck bringt. Seht, ich mache alles neu. Dieser Zuruf der Offenbarung des Johannes möge unseren verstorbenen Bruder Johann Leopold nun in der neuen Welt im himmlischen Jerusalem in Empfang nehmen. Das Neuwerden und Neumachen hat ihn auch auf seinem irdischen Weg zeitlebens geprägt. Als junger Priester hat Johann Leopold den Aufbruch des Konzils miterlebt. Die Begeisterung für dieses epochale Ereignis der Erneuerung in der Kirche hat sein seelsorgliches Wirken bestimmt. Nach Kaplansjahren in Weißkirchen, Fernitz und Graz St. Leonhard hat er 1972 die Pfarre Feldbach übernommen und dort mit großem Elan eine lebendige Kirche aufgebaut. Der auf seine Initiative hin bunt bemalte moderne Kirchturm, der zu einem signifikanten Erkenntniszeichen der Stadt Feldbach geworden ist, gibt davon ein bleibendes Zeugnis. Johann Leopold war mit großer Wachsamkeit bestrebt, die Zeichen der Zeit zu verstehen und das Evangelium in die Welt von heute hinein zu verkünden. Eine lebendige Liturgie, an der viele Menschen aktiv mitwirken und in der Gegenwart Gottes kraftvoll, in der die Gegenwart Gottes kraftvoll spürbar wird, war eben ein ebenso großes Anliegen wie die Stärkung der dörflichen Strukturen, in denen Kirche als konkrete Gemeinschaft im Kleinen erfahrbar wird. Beim Aufbau des Pfarrgemeinderates hat er ein Modell entwickelt, das viele Nachahmer gefunden hat und bis heute zukunftsweisend ist. Auch die Bau- und Renovierungsprojekte, die in seiner Zeit verwirklicht wurden, hatten stets die Ermöglichung eines vielfältigen kirchlichen Lebens im Blick. 30 Jahre lang war Johann Leopold auch Dechant des Dekanates Feldbach. Dabei hat er mit großem Weitblick das Miteinander, wie es der Titel der gemeinsamen Dekanatszeitung zum Ausdruck bringt, Miteinander, in der Region gefördert und auch die Verbundenheit mit der Weltkirche gepflegt. Nach seiner Emeritierung im Jahr 2007 blieb er seiner Berufung, die Menschen in ihrem Leben mit der frohen Botschaft Jesu in Berührung zu bringen, treu, und war in der Pfarre Leupersdorf auch für die vielen Thermenbesucher als beliebter Seelsorger präsent. Als Priester sind wir aufgerufen, Christus als Diener am Leben der Mitmenschen erfahrbar zu machen. Dieser Berufung ist Johann Leopold stets mit Leidenschaft und Hingabe gefolgt.
im 91. Lebensjahr und nach 59 Jahren im priesterlichen Dienst ist er nun zu Gott, der alles neu macht und alles vollendet, heimgekehrt. Für seinen Einsatz und sein Lebenszeugnis sage ich im Namen unserer Diözese von Herzen vergelt's Gott. Der Herr nehme ihn auf in das neue himmlische Jerusalem, in die Gemeinschaft der Heiligen. Er lohne ihm seinen Dienst und schenke ihm den ewigen Frieden. Wilhelm Krautwaschl, Diözesanbischof. Wir haben uns jetzt um den Sarg vom emeritierten Dechant und emeritierten Stadtpfarrer Monsignore Johann Leopold versammelt. Sein Tod erfüllt die Angehörigen und viele Menschen, die seiner Seelsorge anvertraut waren, die ihn gekannt, geliebt und geschätzt haben, mit Trauer und Schmerz. Monsignore Johann Leopold war 30 Jahre Dechant des Dekanates Feldbach und 35 Jahre Stadtpfarrer von Feldbach. In dieser Zeit hat er seelsorglich viel bewegt, Neuerungen initiiert und die Vielfalt in der einen Kirche gefördert und baulich Großes geschaffen. Lieber Monsignore, du hast ein tragfähiges Fundament gelegt, auf dem ich als dein Nachfolger gut weiter bauen und weiter arbeiten konnte. Ich danke dir für alles, was du für die Pfarre Feldbach gewirkt und geleistet hast, und sage dir ein herzliches Vergelt's Gott. Als Christen leben wir aus dem Glauben, dass der Tod nicht Ende, sondern Beginn eines neuen Lebens ist. Und aus diesem Glauben schöpfen wir auch jetzt Trost und Zuversicht. Im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes bitten wir um Verzeihung der Sünden. Auf den
Jesus Christus, der für dich gestorben und auferstanden ist, segne deinen toten Leib im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnädiger Gott, erhöre unsere Gebete für unseren verstorbenen Priester Johann Leopold. Er hat deinen Namen unter uns kundgetan und die Menschen zu Christus geführt. Dein Sohn, komme ihm nun entgegen und nehme ihn auf in die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Er, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Lasset uns beten. Gnädiger Gott, erhöre unsere Gebete für den verstorbenen Priester Johann Leopold. Er hat deinen Namen unter uns kundgetan und uns das Brot des Lebens gereicht. Belohne seinen treuen Dienst und nimm ihn auf in die Gemeinschaft deiner Heiligen im Himmel. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott
ein nicht von Menschenhand errichtetes, ewiges Haus im Himmel. Wir sind also immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagen auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Verwandte und Freunde unseres verstorbenen Dächern, so darf ich sagen, liebe Brüder und Schwestern im kirchlichen Dienst, werte Trauergemeinde, ich spreche heute als ehemaliger Kaplan von Feldbach, hier gewesen von 1991 bis 1996. Vor 10 Jahren zum 80. Geburtstag von Dechern Leopold war ich gebeten worden, bei der Festmesse zu predigen. Damals war es nicht möglich, weil zur gleichen Zeit der Abschied von unserem Pastoralassistenten in Graz-Andritz stattgefunden hat. Nun hat es sich durch gewisse Umstände ergeben, dass ich einige Worte nachreichen darf. Bürde und Ehre zugleich. Aber ich denke, es passt, weil die Zeit mit Dechern Leopold einen guten Teil wertvoller Erinnerung bei mir ausmacht. Erich Kästner hat über seine eigene Kindheit einmal sehr launig geschrieben: Ich werde mir unvergesslich bleiben. Ich möchte es so sagen: Viele gute Erinnerungen an Feldbach und Dechern Leopold werden bei mir nicht so schnell verblassen, werden präsent bleiben. Aufgefallen sind mir auch gewisse Jahreszahlen. 1961 im Juli ist Johann Leopold zum Priester geweiht worden. 1961 im Herbst bin ich auf die Welt gekommen. 61 Jahre war er, als ich meine Kaplanstätigkeit in Feldbach begonnen habe, also nur 2 Jahre älter, als ich heute bin. Das mag heißen, dem jugendlichen Leichtsinn bereits enthoben und weit entfernt von jeglicher Senilität. Vielleicht war es die Gunst der Stunde, dass ich ihm in diesem Lebensalter begegnen konnte. Meine erste Begegnung mit ihm im Sommer 1991 hat dann so ausgesehen, dass ich mich von einem Jugendlager des Dekanats Judenburg am Harterteich freimachen konnte und hierher gefahren bin, um mich bei einem gewissen Johann Leopold dächernd seines Zeichens vorzustellen. Angetroffen habe ich ihn im Garten. Und um zu testen, ob ich auch Spaß verstehe, hat er mich mit einem Wasserschlauch ein wenig angespritzt. Und daraus ist dann ein recht unkompliziertes Miteinander geworden. Ich gestehe, man hat sich nicht immer ganz in den anderen hineinfühlen können. Das war aber unerheblich. Die tragende Säule war das gegenseitige Wohlwollen, das ist im Vordergrund gestanden. Gewisse Dinge habe ich erst später schätzen gelernt, sodass ich mittlerweile einen eigenen Garten habe und weiß, dass das Garteln, wie es so schön heißt, nicht nur Ausgleich, sondern auch Therapie ist. Nun, man wird nicht nur seinem Feind immer ähnlicher, sondern auch seinem ehemaligen Chef und übernimmt auch etwas von seiner gewissen ironischen Distanz, indem man sich selbst nicht mehr so ernst nimmt und die Menschen ebenso nimmt, wie sie sind. Es gibt keine anderen. Dechern Leopold war mir vom Lebensalter her betrachtet fast 31 Jahre voraus. Und jetzt ist er uns allen auf andere Weise vorausgegangen. In Psalm 90 heißt es: Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer. Johann Leopold hat diese Zeitspanne von 70, 18, 80 Jahren bei weitem überschritten. Und außer Mühsal und Beschwer ist ihm im Leben auch viel Gutes,
geschenkt worden. Er hat vor allem in Feldbach Heimat gefunden, ist mit beiden Beinen auf der Erde, auf dem Boden gestanden, das ist das eine. Aber er war auch berührt von etwas anderem. Er war unterwegs auf den hin, den wir Himmel, Licht und Erfüllung unseres Lebens nennen, Gott selbst. Der heutige Lesungstext könnte uns nahezu ein wenig überfordern, wenn es heißt, dass unser jetziges Leben, das uns doch so vertraut scheint, als Fremde zu bezeichnen ist und Daheimsein bei Gott ankommen heißt. Aber, liebe Mitfeiernde, ist es nicht doch so? Vieles in unserem Leben befremdet uns. Leid in vielfacher Form, Ungerechtigkeit, Krankheit, Tod. Und wir halten Ausschau nach Bleibendem, nach Gutem, nach unzerstörbarem Glück. Bleiben wir bei diesem zentralen Begriff Heimat, Daheimsein. Bei einem Spaziergang durch die Goethestadt Weimar sind mir einmal an den Häuserfassaden verschiedene Sprüche sogenannter deutscher Klassiker aufgefallen. Einer davon stammt von Gottfried Herder, wo es heißt: Daheim ist da, wo ich mich nicht erklären muss. Das heißt für mich, daheim bin ich dort, wo ich grundsätzlich verstanden und bejaht werde, mit all meinen Höhen und Tiefen, mit meinen Sorgen und Freuden und mit meinem Leid. Daheim bin ich dann letztlich bei Gott. So kann ich mir heute Himmel vorstellen, vielleicht besser noch als ein Festgelage oder eine perfekte Stadt. Und ich denke, etwas von diesem Daheimsein können wir uns in unserem Leben schon schenken. Wir können uns begegnen, zumindest ansatzweise so, wie wir es schließlich von Gott erhoffen. Liebe Mitchristen, ich könnte von unserem Verstorbenen noch viel erzählen, ihn charakterisieren in einer Art, wie ihn vielleicht manche nicht gekannt haben. Aber Gott kennt ihn besser. Ihn, Johann Leopold, annehmen und aufnehmen, dass er wirklich daheim ist, dass er ganz angekommen und verstanden ist, das ist dem lieben Gott vorbehalten. Ich schließe mit einem kurzen Text von Wilhelm Brunners unter dem Titel Zuhause. Da heißt es: Zuhause. Die Toten sind uns ein Zuhause voraus. Während wir unsere Jahre sammeln wie Holzscheite im Herbst, leben sie schon im Feuer unsterblicher Liebe. Amen. Lasst uns in den Fürbitten zu Christus beten, der für uns das Kreuz getragen und den Tod besiegt hat. Führe deinen Diener Johann aus dem Dunkel des Todes in dein göttliches Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Monsignore Leopold hat den Menschen das Erbarmen Gottes zugesprochen im Sakrament der Versöhnung. Verzeihe ihm alle Fehler und Schwächen und vollende sein Leben in deinem göttlichen Erbarmen.
Wir bitten dich, erhöre uns. Lass aus seinem vielfältigen priesterlichen Wirken reiche Frucht für viele erwachsen. Wir bitten dich, erhöre uns. Der Verstorbene hat den Menschen das Brot des Lebens gereicht. Lass ihn nun teilhaben am Mahl des ewigen Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Unser Mitbruder hat den Glauben an dich bekannt und gepredigt. Lass seinen Glauben nun in Schauen übergehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gedenke der trauernden Angehörigen und tröste sie in ihrem Schmerz. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, du allein weißt, was unser verstorbener Mitbruder Monsignore Johann Leopold für dich und dein Reich gewirkt hat. Schenke ihm nun den verheißenen Lohn. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, wir bringen unsere Gaben dar für deinen verstorbenen Priester Johann Leopold. Gewähre ihm Verzeihung durch dieses Opfer, das er so oft mit uns gefeiert hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebt die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus.
denn er ist das Heil der Welt, das Leben der Menschen, die Auferstehung der Toten. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Mund das Lob deiner Herrlichkeit. Singt ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Wilhelm und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres Bruders Johann, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er nun gleich geworden im Tod. Lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke alle unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind,
in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Barmherziger Gott, wir haben die geistliche Speise empfangen und das Opfer dargebracht für den verstorbenen Priester Johann Leopold. Er hat deiner Kirche gedient als der treue Knecht. Darum nimm ihn auf in deine Freude und lass ihn dein Angesicht schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Segne, behüte und begleite euch, Gott der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.
versammelte Trauergemeinde, lieber Herr Dechant, als dein langjähriger Mitarbeiter, 30 Jahre warst du mir ein guter, fürsorglicher Vorgesetzter, habe ich heute die ehrenvolle Aufgabe, mich im Namen der Pfarre und des Dekanates bei dir zu bedanken und dein Wirken zu würdigen. Deine priesterliche und seelsorgliche Arbeit in der Pfarre und im Dekanat Feldbach war geprägt von der großen Leidenschaft, das Evangelium in zeitgemäßer Form zu verkünden. Du bist auf die Bedürfnisse der Menschen eingegangen und hast schon früh erkannt, dass der Blick über die Pfarrgrenzen notwendig ist. Das gemeinsame Pfarrblatt Miteinander für die meisten Pfarren des Dekanates, erstmalig in der Steiermark, war ein sichtbares Zeichen dafür. Du warst offen für neue Gedanken und hast auch auf diözesaner Ebene deine Ideen eingebracht. Dein Feldbacher Modell mit Pfarrgemeinderatsteams in den Ortschaften wurde von vielen Pfarrern übernommen. Bischof Weber würdigte dich bei der Dekretverleihung zum Monsignore als einen Seelsorger mit viel Herz und Geist. Deinen Mitarbeitern hast du viel Vertrauen geschenkt. Bei Meinungsverschiedenheiten warst du nie nachtragend. Bei den Pfarrgemeinderatssitzungen warst du dankbar für gute Vorschläge und hast ermuntert, selbst Initiativen zu ergreifen. Den Pfarrgemeinderat hast du als Stärkung für den Priester gesehen und betont, dass jeder Pfarrgemeinderat Missionar ist und durch sein Leben Zeugnis für das Evangelium ablegt. Du bist sehr gerne einmal jährlich mit Freunden nach Kaorle ans Meer gefahren und von deinem Urlaub konnte der Pfarrgemeinderat auch öfters den mitgebrachten Rotwein aus Civitale genießen. Deine lebendigen Gottesdienstfeiern sind wahrscheinlich noch vielen in guter Erinnerung. Als Höhepunkt die jährliche Auferstehungsfeier mit dem gesungenen Exultet, bei dem ich deine Osterfreude heraushören konnte. Du hattest die Gabe, mit Kindern einfühlsam und kindgerecht zu feiern. Ein Gottesdienst an einem Faschingssonntag, als die Kinder maskiert in der Kirche waren und du dich dann als Bischof verkleidet hast, ist mir noch in guter Erinnerung. Bei den Jungscherlagern waren deine Geistergeschichten ein Fixpunkt im Programm. Baulicherseits war es dein Bemühen, alle Gebäude gut für die Zukunft zu erhalten. Außen- und Innenrenovierung der Kirche, die Sanierung der Kreuzwegstationen am Kalvarienberg, die Gestaltung des Kirchplatzes und die Renovierung des Pfarrheims hast du veranlasst. Und natürlich zeugt der bunte Turm, bereits zum Wahrzeichen für Feldbach geworden, von deinen baulichen Aktivitäten. Das Motto bei der Neugestaltung des Turms, viele Farben ein Turm, viele Menschen eine Pfarre, passte auch für deine Arbeit in der Pfarre. Du hast alle Bewohner
in ihrer Einzigartigkeit geachtet und geschätzt. Für Hilfesuchende, die in den Pfarrhof kamen, hast du immer ein Herz gehabt. Oftmals konnten sie in einem einfachen Raum im Pfarrheim übernachten und sie wurden mit Essen, Kleidung und finanziell versorgt. Als sehr naturverbundener Mensch hast du auf der Fahrt zu den Speisensegnungen immer wieder gesagt: Schau, wie herrlich unsere Gegend ist, und legtest einen Fotostopp ein. Körperliche Arbeit war für dich Erholung. Als es noch Schafe im Pfarrhof gab, hast du oft selbst die Sense in die Hand genommen und Futter gemäht. Als Frühaufsteher hast du im Sommer im roten Morgenmantel den Sonnenaufgang genossen, den Wasserschlauch zur Hand genommen und den Garten gegossen. Feldbach ist dir zur Heimat geworden, daher war es auch dein Wunsch, hier im Priestergrab am Stadtfriedhof beerdigt zu werden. Und so bleibst du in unserer Mitte. Gerne komme ich deinem Wunsch nach, dass ich mich in deinem Namen bei allen, ob jung oder alt, bedanke für alles entgegengebrachte Wohlwollen, für alle Mitarbeit, für alle Unterstützung und Ermutigung. Und der Bitte um Entschuldigung, wenn du jemand beleidigt hast oder etwas Negatives getan hast. Nun ist dein irdisches Lebensbuch geschlossen und für dich wurde das Buch der Ewigkeit geöffnet. Ich kann nur noch Danke sagen. Danke für dein seelsorgliches Wirken. Danke für dein Glaubenszeugnis. Danke für die schönen Gottesdienstfeiern, deinen schönen Gesang. Danke für alle aufmunternden, stärkenden und tröstenden Worte. Danke für dein baumeisterliches Engagement. Danke für alles Gute, das du unserer Pfarre, dem Dekanat und ihren Bewohnern getan hast. Danke für das, was war, was möglich war mit dir, was du uns geschenkt hast an Liebe und Geduld, an Verständnis, Treue, Lachen, Aufmerksamkeit. Danke, dass du ein Stück deines Lebens mit uns geteilt hast. Danke, dass ich und dass wir ein Stück unseres Lebens miteinander gehen durften. Bei deiner Priesterweihe hast du als Primitspruch gewählt: Der Herr ist mein Hirt. Du warst den dir anvertrauten Menschen ein guter Hirt. Möge Jesus, der gute Hirt, nun dein Leben vollenden und dir deinen Einsatz für das Evangelium reich lohnen. Ich füge noch einen Dank seiner Geschwister und Angehörigen an. Danke für alle Anteilnahme und Hilfe bei der Organisation des Begräbnisses. Danke für die würdevolle Gestaltung der Feier am Pfarrer Weingartmann und seine vielen engagierten Helferinnen und Helfern. Danke und vergelt's Gott.
Hochwürdiger Herr Prälat, Magister Helmut Burkhardt, hochwürdiger Herr Pfarrer Magister Harald Janser und hochwürdiger Stadtpfarrer Magister Friedrich Weingartmann, hohe Geistlichkeiten, werte Angehörige, werte Vertreter des öffentlichen Lebens, werte Trauergemeinde in der Stadtpfarrkirche und auch werte Teilnehmer über die sozialen Medien. Als Bürgermeister der neuen Stadt Feldbach ist es mir eine Ehre und auch Pflicht, Sie von unserem Ehrenbürger, Monsignore Johann Leopold, im Namen meiner Vorgänger und der Bürger gebührend zu verabschieden. Ich bin auch gebeten worden, für einige Vereine, Institutionen zu sprechen. Geboren am 11.10.1930 in Edelsgrub, in einer wahrlich schwierigen Zeit, wir sprechen heute oft von Krise, damals hat es wirklich eine große Krise gegeben. In eine schwierige Zeit hineingeboren, eine Jugend im Zweiten Weltkrieg erleben müssend und im Mai 1961 zum Priester geweiht und 1972 nach Feldbach kommend, nicht wissend, dass er diese Pfarre 35 Jahre als Stadtpfarrer prägen wird und 30 Jahre als Dächernd des Dekanates Feldbach mitbestimmen wird. Er hat für das österreichische Bundesheer und dafür dankt der Kasernenkommandant Oberst Günter Rath herzlichst von 1990 den Militäroberkurat gemacht. Er war jahrzehntelang Ehrenmitglied der Jungsteirerkapelle Feldbach und Herr Obmann Magister Christian Matzold dankt ihm herzlichst für die besondere Förderung und Unterstützung. Die Freiwillige Feuerwehr Feldbach, der Feuerwehrkommandant Peter Baptist ist hier und dankt ihm für die große Verbundenheit, das gemeinsame Feiern der Florianemessen. Und dafür wurde er 2001 auf Initiative vom Altkommandanten Heinrich Kaufmann die Ehrenmitgliedschaft der Freiwilligen Feuerwehr Feldbach verliehen. 1973, ein Jahr in Feldbach, trat er dem ÖKB-Stadtverband Feldbach bei und hat sich für alle kirchlichen Belange für den ÖKB eingesetzt. Er ermöglicht die Anmietung des Dachgeschosses im Pfarrgebäude und zum Umbau als Vereinslokal und Sitzungslokal wurde 1988 auch von ihm eingeweiht. Als Dank 2005 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und 2013 der silberne Medaille für 40 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Herr Obmann Karl Buchgraber dankt besonders für die gute Zusammenarbeit und auch für die großartige Unterstützung. Wie wir schon gehört haben, hat er in Feldbach baulich viel bewegt und viel geschaffen. Er hat den Anstoß zur Bau der Aufbahrungshalle in Feldbach gegeben, vor 15 Jahren die Erweiterung der Aufbahrungshalle in Mühldorf, in die Neuordnung der Begräbnisse. Besonderes Anliegen war ihm die Erhaltung der Stadtpfarrkirche. Diese wurde vor 40 Jahren außen renoviert und 2000 auch innen komplett saniert. Der Kreuzweg am Kalvarienberg zeigt seine baulichen Spuren. Das Pfarrheim im alten Wirtschaftsgebäude wurde den pastoralen Bedürfnissen angepasst. Höhepunkt war für ihn und vielleicht bedeutende, wie wir vielleicht ahnen können, die Neugestaltung des Kirchturmes. Dem Motto, viele Farben, ein Turm, viele Menschen, eine Pfarre, wurde der ursprünglich schmucklose Betonturm am 4.10.1987 gesegnet und ist seitdem ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt. Ich möchte dem noch etwas hinzufügen, woran wir vielleicht als große Erinnerung an den Dächernd Johann Leopold noch lange denken sollten und uns bemühen sollten, dem auch gerecht zu werden. Unsere Stadtpfarrkirche feiert 120 Jahre. Der damalige Turm wurde ein wenig höher gebaut, damit er den Turm der Villa Holt überragt. 45 Jahre später wurde zu Kriegsende am 8. Mai 1945
dieser Turm von Menschen gesprengt, die es nicht wahrhaben wollten, dass sich ihr sinnloses Bemühen für Uniformität und Einfältigkeit nicht erfüllt. 1964 wurde ein nüchterner, neuer Betonturm errichtet und er war also das Symbol des Wiedererstarkens und des Aufbruches. Aber diesem Turm, dem die Nüchternheit in sich geschrieben war, fehlte etwas. Und das war die mutige Entscheidung von unserem Dechant Johann Leopold, 1987 mit einem Künstlerwettbewerb diesem Turm die neue Bestimmung zu verleihen. Und er setzte sich durch und ließ diesen Turm mit 7000 verschiedenen Farben, Farbtönen bemalen. Damit verlieh er der Individualisierung, die in uns Menschen schlummerte, durch den Zweiten Weltkrieg zur Gänze unterdrückt, später leicht aufflammend, seinen Durchbruch. Und wir als Stadt haben das als Motto übernommen, miteinander leben in Vielfalt. Und dieser Turm wurde 2017 und durch Initiative unseres Dechantes Magister Friedrich Weidmann neu gefärbelt. Er bekam 2015 als Abschluss der ganzen traurigen Geschichte des Zweiten Weltkrieges die Friedensglocken und damit erstrahlt dieser Turm in neuen Farben. Wir leben die Individualisierung in unseren Familien, in der Partnerschaft, in der Gesellschaft und auch im öffentlichen Leben. Der Mensch möchte nach seinen Wertvorstellungen, die uns durch die katholische Kirche über Tausende geprägt hat, leben. Er möchte seine Individualität zum Ausdruck bringen, auch seine Neigungen, auch seine Weltwertvorstellungen und Weltvorstellungen. Dieser Turm sollte uns als Erinnerung und Dankbarkeit, dass es einen Dechant gegeben hat, der mutig war und diesen Turm mitten in der Stadt, diese Symbolik, miteinander leben in Vielfalt und so hoffen wir auch in Zukunft in Frieden, miteinander dieses Leben zu bestreiten, daran erinnern. Anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums in Feldbach wurde er 1997 in den Gemeinden Feldbach, Niebing-Weißen, Gossendorf und Trabau zum Ehrenbürger ernannt. Ich verneige mich vor dieser großartigen Leistung als Mensch, als Person 1972 nach Feldbach gekommen, zu einer besonderen Persönlichkeit gereift, die dieser Stadt nicht nur seelsorgerisch, sondern auch baulich, aber vor allem auch, was die Zukunft anbelangt, mit Symboliken ausgestattet, die uns gut tun, die uns an ihn erinnern sollten, die wir nicht nur bewahren sollten, sondern weiterentwickeln. So danke ich nochmals für das umfangreiche Schaffen von Monsignore, Dechant in Ruhe, Johann Leopold. Seine unsterbliche Seele wird in uns weiterleben, die er geprägt hat, und seine großartigen Werke, die er geschaffen hat, zeugen täglich von unserer Gemeinsamkeit. Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Lasst uns in Stillen des verstorbenen Priesters Johann Leopold gedenken und ihn der gütigen Hand Gottes anvertrauen. Zu Jesus Christus rufen wir voll Vertrauen für unseren Priester Johann. Erlöse ihn, o Herr, von aller Schuld, durch deine Menschwerdung, durch dein Kreuz und Leiden, durch dein Sterben und dein Auferstehen, durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Gott, du Hirt deiner Gläubigen, du hast deinen Diener Johann Leopold zum priesterlichen Dienst berufen. Wir danken dir, dass er uns dein Wort verkündet und in der Feier der Eucharistie das Opfer Christi dargebracht und uns das Brot des Lebens gereicht hat. Du weißt, wie er für dich und die Menschen gewirkt hat. Du kennst seinen Einsatz und seine Erfolge. Du kennst auch sein Versagen. Führe alles zum Guten und schenke ihm den Lohn für seinen Dienst. In deinem Licht lass ihn schauen, was er uns im Glauben bezeugt hat, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wenn ihr euch bitte erhebt. Tag der Auferstehung werdet Licht, ihr Völker, das Ostern des Herrn, das große Fest der Ostern. Denn vom Tode zum Leben führte uns Christus, singen lasset uns ihm das Siegeslied. Halleluja! Halleluja, Halleluja. Wie heilig fürwahr ist dieses Fest der Rettung und wie lichterglänzend der Tag der Auferstehung. Ein Vorbote des Tages auch unserer Erweckung, an dem aus dem Grab uns locke das Licht und wir rufen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern wir suchen die künftige. Lasst uns darum den Leib unseres Bruders, des Priesters Johann, zum Grab tragen in der Hoffnung auf die Auferstehung. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen, und durch Christus, der für
Es folgt jetzt die Bekanntgabe der Ordnung für die anschließende Beisetzung. Der Sarg unseres lieben Verstorbenen, Monsignore Johann Leopold, wird jetzt von 4 Neffen aus der Stadtpfarrkirche getragen und in das Bestattungsauto gestellt. Der Sarg wird von seinen unmittelbaren Familienangehörigen, Prälat Burkhardt, Pfarrer Weingartmann, Pfarrer Kremser und den beiden Ministrantinnen begleitet. Alle anderen Mitfeiernden bitten wir, während dieses Auszuges auf den Plätzen zu bleiben. Das Bestattungsauto fährt erst dann unter dem Geläute der großen Kirchenglocke zum Stadtfriedhof, wenn sich alle Mitfeiernden am Platz vor der Kirche bitte mit Abstand eingefunden haben. Wir ersuchen alle Mitfeiernden, selbst zum Stadtfriedhof zu fahren. Wir sammeln uns auch dort mit großem Abstand verteilt um das Priestergrab. Die Beisetzung am Stadtfriedhof beginnt 20 Minuten nach Abfahrt des Bestattungsautos. Noch ein weiterer Hinweis: Die Trauerfeier für unseren Monsignore Johann Leopold wurde vom Vulkan TV aufgezeichnet und kann somit heute ab 18 Uhr auf der Website des Vulkan TV oder auch auf dem YouTube-Kanal angesehen werden.